Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Traveler's Rest. Mal wieder. Für mich ist es jetzt schon eine ganze Weile her, für euch wahrscheinlich nicht wirklich. Ihr seht schon links oben, ich habe Kohle ohne Ende. Also nicht ohne Ende, aber schon Fettkohle. Ich habe den ganzen Herbst durch die Taverne täglich aufgemacht, ein bisschen gefarmt und lalala. Wir haben jetzt den ersten Tag vor dem Winter. Und ich überlege gerade, ob wir heute noch was machen oder, also, ich glaube, ich werde heute nochmal die Taverne öffnen. Wir sammeln noch ein bisschen was. Oder nee, ich baue jetzt erstmal die Taverne ein bisschen um. Wir machen schon mal die ersten Umbauarbeiten heute. Der Chef unten wird wahrscheinlich nicht aufhaben, gehe ich mal von aus. Dass ich vielleicht noch irgendwie noch einen Hühnerstall dazu packen kann oder so. Wahrscheinlich nicht. Wir haben so viele Ressourcen, also das sollte eigentlich alles gar kein Problem werden. Dass wir hier schon mal erweitern, das Ganze. Ich will auf jeden Fall hier das Ganze nochmal erweitern. Ein ganzes Stück. Ich würde hier nochmal Tische reinsetzen. Ich hatte mir auch überlegt, dass wir vielleicht hier so. Ich nehme. Warte mal. So. So. Ich mache erstmal das hier. Yep. So, wir gehen aber nochmal in den Baumodus. Denn ich hatte mir überlegt, dass wir das vielleicht so machen könnten. Das ist natürlich nicht symmetrisch, ne? Ich will es verwerfen. Wenn man nur das jetzt hier macht. So ginge es, ne? Da passt das natürlich hier oben nicht so wirklich. Die Tische würde ich hier unten hinstellen. Fettes Fenster würde ich hier oben nochmal hinsetzen. So hier vielleicht? Dass das so wie so einen Absatz hat. Dass man dann die Tische auch so setzt, dass die nicht auf diesem Stein drauf sind. Ich glaube, so an sich würde mir das schon gefallen. Ich überlege, ob ich hier oben noch ein paar. Ich bin geldtechnisch, ne? Ich hab's ja. Ich überlege, ob ich hier noch ein paar Zimmer hinpacken soll. Die Sache ist, ich werde momentan nicht viel Geld haben. So. Leider nicht so viel Money. Nee, warte mal. Kann ich das mal wegmachen, bitte? Das ist noch eins weiter. Ah ja, genau, so rum war's. Und hier habe ich das eins weiter gemacht, genau. Ich erinnere mich wieder. Wir können dann auch schon Türen reinpacken. Dann haben wir nochmal zwei Zimmer mehr. Und noch 123.000. Ich würde gerne noch. 123.000. 123 Gold. Wir könnten theoretisch noch ein Zimmer machen. Für Zimmerzeug habe ich jetzt nicht genug Geld mit.
Das Geld habe ich jetzt leider nicht. Also, ich habe das jetzt nicht, die Ausstattung nicht. Ich könnte gucken, ob ich Zeugs bauen kann. Aber ich glaube, das einfach zu kaufen wäre leichter. Das Problem ist, heute ist Sonntag. Das heißt, kaufen werde ich es nicht können. Ich würde aber sagen, wir nehmen das schon mal an. Ne, warte mal. Ich habe was vergessen. Ach nee, das ist ja automatisch durch die Türen gemacht. Nee, stimmt. Das ist ja durch die Türen automatisch gemacht. Jo. Gut. Das passt. In den Feldern können wir sogar noch einmal ernten. Mittlerweile sind die Felder auch sehr leer. Ich habe halt in der letzten Zeit immer irgendwas gemacht gehabt. Entweder Felder angebaut oder was geerntet. Habe mich um die Hühner gekümmert. Ich habe sogar, wir haben einen neuen Angestellten. Ich habe unseren Türsteher Steve gefeuert. Wir haben jetzt stattdessen John. Der ist so ein bisschen, der ist ein bisschen cooler irgendwie. Und der hat, ihr seht schon, der ist ein bisschen fetter. Und der hat diesen Perk. Und danach habe ich ja gesucht. Das heißt, ich kann mir den mit der Zeit günstiger machen. Und danach suche ich hier auch gerade überall. Hier ist auch, Ellie ist hier. Aber der andere Perk ist ein bisschen lame. Und ich wünschte, die hätte noch zwei andere Perks neben dem. Hier gucke ich auch die ganze Zeit, weil den Perk hat sie zwar, aber ich hätte gerne hier zwei was anderes. Darum gucke ich hier regelmäßig, ob es hier was Neues gibt. So war es jetzt nur hier mit dem Special Perk quasi. Leider momentan kein Glück. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Könnte ich theoretisch alles machen. So, genau. Morgen ist dann Winteranfang. Das will ich mit euch heute unbedingt angucken. Jetzt richten wir uns quasi erstmal ein bisschen neu ein. Zack. So, den Hühnern geht's gut. Ich habe hier auch ein paar Setzlinge angepflanzt, ein paar Bäume, Nussbäume und so weiter. Die uns, wenn sie dann soweit sind, hoffentlich... Oh, jetzt sind sie verdorrt. Gut, ich brauche die aber nicht nochmal gießen, weil morgen ist Winter. Ich glaube, die geht nicht mehr mit da. Ja, finde ich okay. Okay, ich hole mal ganz kurz das Zeug für die... Okay. Hier oben würde ich gerne auch noch ein bisschen umbauen dann. Ich habe noch eine... so eine Melzmaschine dabei. Okay. Okay. Drehen. Ah, ich kann das so direkt an den Rand packen. Hier würde ich halt auch gerne noch ein Stück rutschen. Na, guck mal, das geht. Dann würde ich den Tisch... Zack. Dass der Stein dann auch so ein bisschen die Grenze ist. Habe ich jetzt großer Tisch. Großer Tisch ist das sogar... Das ist sogar weiter als der, ne? Okay. Ich habe noch den extra... Okay, da habe ich ein bisschen zu viel mitgenommen. Da können drei. Okay, das sah jetzt irgendwie größer aus, als ich dachte. Deko fehlt natürlich ein bisschen da drauf. Ah, Deko kommt noch. Das muss ein Stück weiter vor. Da muss ich halt dann nochmal Blumen kaufen gehen. Ich würde dann trotzdem noch die Taverne so ein paar Stündchen aufmachen.
dann gucken wir uns nämlich morgen zum ersten Mal den Winter an. Das war jetzt mein eigenes Ziel. Deko fehlt noch. Ich habe mal eine Papagei hier hingeschmissen. Jetzt könnte man nämlich zum Beispiel hier so ein bisschen den Deko-Zeugs hinstellen. Das würde ich trotzdem hier stehen lassen, muss ich sagen. Da fehlen auch links und rechts eine Blume, ne? Aber die habe ich halt jetzt nicht. Die brauche ich nicht. Okay. Hier hinten kann ich noch umbauen. Warte. So. Wie machen wir das jetzt am dürfsten? Du kommst dahin. Okay, kann ich da jetzt immer noch? Okay. Anscheinend passe ich dann halt einfach da durch. So, da komme ich dahin, das geht dahin. Ich würde das gerne sowieso. Wo habe ich denn den zweiten Melztisch? Das ist doch fertig. Oder können wir hier schon mal direkt anfangen? Dann kriege ich das nämlich auch jetzt schneller zusammen, das Ganze. Kein Honig mehr. Hier können wir schon mal reinschmeißen. Zack. Zack. Weil ich würde das nämlich gerne alles noch hier ein bisschen rüberrutschen. Und dann können wir nämlich hier. Dann können wir nämlich hier nochmal einen. Das ist nochmal drei, ne? 1, 2, 3. Warte mal. Da könnte man noch mal einen, vielleicht zwei hier hinpacken. Oder noch mal einen so ein Herd und dann noch mal einen so eins. Ich denke. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Licht hier. Das könnte man noch hier irgendwie hinsetzen. Na, da habe ich hier den Käsetisch. Hier die Presse. Ich kann noch eine zweite Presse hier drunter setzen, theoretisch. Ich denke, so Pi mal Daumen würde ich das so annehmen. Oben für oben habe ich jetzt gar nichts. So, ich öffne einfach mal das Ganze jetzt schon. Und morgen werde ich dann ein bisschen rumgehen, rumgucken. Ja, Honig habe ich leider keinen mehr. Ich brauche nicht noch Honig. Eine Honigquelle wäre wirklich insane. So, wir können hier Wildtruthahn-Burger mal machen. Mal was anderes. Schön Brot, schön Käse rein. Zack. Habe ich jetzt noch was im Inventar, was raus muss? Ja, einiges. Wir haben auch wieder Beeren. Die Kisten sind übrigens mittlerweile wieder komplettes Chaos. Es ist Schande auf mein Haupt und so. Ich weiß, das ist ganz schrecklich. Ich kann da auch nicht genau hingucken. Ich tue es einfach rein und gehe weg. Ich gucke da auch nicht hin. So. Und das hier ist mit Kürbis. Huhn mit Kürbis. Ist scheiße viel wert. 8 Silber. Über fast 9 Silber. So. Ja, hier fehlt auch noch ein bisschen was, ne? Und Licht und so fehlt auch noch, aber das kommt hoffentlich gleich alles noch. So, hier oben hatte ich jetzt die neuen Zweige, genau. Aber die sind halt noch nicht begehbar. Brauche ich Haufen Deko, kleiner Tisch, Truhe, alles drum und dran. Aber da Sonntag ist, wird nichts passieren. Ich kann mal gucken, ob der Typ unten im Süden das heute trotzdem machen würde. Würde er einen Auftrag entgegennehmen oder würde er heute gar keinen Auftrag entgegennehmen? Ist halt die Frage.
Kann sein, wenn er schon macht heute, dann kann ich dem den Auftrag heute schon geben. Ich wollte mit euch nämlich unbedingt mal den Winter jetzt zusammen angucken. Weil Winter ist toll. Ihr seht in solchen Spielen immer unglaublich schön aus. Da ist er, den habe ich gesucht. Bass. Oh, es geht. Bauen. Warte mal. Upgraden auf Stufe 2. Dann geht's auf 5 Hühner. Boah, ein Kuhstall, ne? Ich hol mal ganz kurz meine Ressourcen. Bass, bleib mal bitte hier. Beweg dich nicht. Ich hol kurz meine Ressourcen, mal gucken, wofür es reicht. Oh Gott, das wäre ja natürlich geil, ne? So ein Kuhstall wäre natürlich mega. Das würde ich ein bisschen feiern. Die Sache ist, dann brauche ich dafür halt auch Lebensmittel, ne? Aber dann kriege ich Milch. Dann hätte ich fucking Milch. Und das fände ich irgendwie schon echt toll, muss ich sagen. Weil ich bin jetzt immer wieder mal in der Zeit runtergerannt und habe nach Milch geguckt und so. Wir haben nicht mehr viel, ne? Ich muss wieder mehr nach Eisen und Co. suchen. Bringt nichts. Ja, ich brauche wieder die runden Steine, damit ich dann wieder das pürierte Zeugs machen kann. So, wir gehen mal ganz kurz zu Bass, ganz schnell. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt einen Kuhstall zu bauen, dann würde ich sagen, wir bauen einen Kuhstall. Ein Kuhstall und Wintereinbruch zusammen. Aus dem Weg, ich musste Bass. Hi. So, nochmal. Also, oh mein Gott, ich hätte echt genug, ne? Das Problem ist, ihr seid überzeugt, ne? Ich hätte ihn gerne... Hier ist irgendwie ein Stein, das geht da nicht. Das wird halt hier hin müssen. Ja, hier ist halt kein Platz. Ich muss die ganzen Bäume wegmachen. Ich muss die ganzen Bäume dafür wegmachen. Wisst ihr was? Dann bauen wir noch einen Hühnerstall. Jep. Lass uns einfach noch einen Hühnerstall bauen. Erstmal. Halt, warte mal ganz kurz. Du verkaufst heute nichts, oder? Nee, heute verkaufst du nichts, schade. Dann bauen wir noch einen Hühnerstall. Dann kann ich noch ein bisschen farmen. Und dann mache ich oben alles frei. Und dann können wir den Kuhstall hinpacken. Die Sache ist, morgen ist Winter. Ich weiß nicht, das Gras, was ich im Endeffekt zu Heu und so mache für Nahrung, für die Tiere, despawnt das morgen alles. Das ist der erste Winter, den ich in dem Spiel überhaupt erlebe. Ich weiß es halt nicht, ne? Ich werde mal noch ein bisschen was abernten. Nur für den Fall der Fälle. Nur für den Fall der Fälle. Sollte ich mir jetzt echt im Winter Kühe holen. Was eigentlich schon dumm wäre, aber. Vor allem, um es zu probieren, wie es dann funktioniert, wäre es halt schon hart dumm. Ich hätte es gerne hier hingesetzt, aber das wird halt nicht funktionieren, weil dieser scheiß Stein hier ist. Was schade ist. Aber gut, kann man nichts machen. Ich weiß nicht, wie weit ich das fällen muss. Ich tue mal ein bisschen was fällen. Die ganze obere Ecke tue ich mal hier fällen.
Gute ist, ich krieg halt wieder Holz, ne? Ich will dann aber schon irgendwie hier nach links nochmal einen Zaun ziehen, glaube ich. Ich fälle noch den hier drüben. So. Dann sollte ich genug Platz haben, denke ich. So, gib mir mal das ganze Holz, bitte. Sehr schön. So. Da soll es ja dann hinpassen im Endeffekt. Ihr seid gefüttert, ja. Gut, ihr seid alle gefüttert. Euch geht's auch gut. Euch geht's super. Weil ich es gerade sehe, das nehme ich mal mit. Ich will auch gerne wissen, was es dann im Winter zu kaufen gibt und so. Das gucken wir uns dann alles an. Darum mache ich die Aufnahme heute eigentlich. Um mir das alles mit euch zusammen anzugucken, was sich verändert im Winter. Das mit dem Umbau war gerade noch so eine spontane Idee eigentlich. Aber ich packe hier wieder alles rein. Erstmal. Also geldtechnisch mache ich halt momentan echt gut. Wenn ich dann noch ein bisschen bessere Leute bekomme, dann mache ich mir gar keinen Kopf drum. Guckt euch das an, guckt euch das an. Ich bräuchte halt noch mehr Leute, ne, dass noch mehr Leute kommen. Essen kann ich den schnell geben und Kollege macht die Getränke. Ja, das ist er hier erst, der Neue. Er macht einen guten Eindruck, er hat eine gute Statur, schöner Bart. Er wirkt sehr sympathisch. Und dann können wir hier morgen... So, ich mache mal ein paar Wildtrutan-Chorizos. Dann kann ich hier morgen nochmal richtig einkaufen gehen. Ach, der hat keinen Treibstoff mehr. Zucker bitte. Er hat okay einen Treibstoff. Lol. Zack. Jetzt kann ich auch doppelt so viel Malz machen. Das ist halt mega gut. Umso schneller kann ich nämlich auch hier Sachen jetzt machen. Das ist so angenehm, ey. So, Wein tun wir auch noch gleich mal ein bisschen... was in Auftrag geben. Das Gras schmeiße ich jetzt mal mit hier rein. Hier habe ich noch ein bisschen Gras. Heu haben wir hier auch noch ordentlich. Okay, den Alkohol schmeiße ich unten rein. Ich habe hier übrigens nochmal eine fette Reihe Fässer reingebaut. Und eine große Kiste zum Zwischenlagern. Oh, hier ist auch einiges fertig geworden. Ui, ja, geil. So finde ich das gut. Hier oben ist auch noch eins fertig. Okay. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Met ist immer gut. Ihr seht schon, ich habe auch sehr viel hier durcheinander jetzt. Das ist ein bisschen doof. So was wie Wodka können wir immer wieder ansetzen eigentlich. Mal hier so ein Wodka ansetzen. So. Aber noch mehr, warte mal. Ich stack das mal ganz kurz wieder. So. Dass wir wenigstens so erstmal die 30er Stacks abfrühstücken. Wie viele Slots habe ich noch frei? Oh, ich habe sogar noch eins zu viel frei. Ja, dann tun wir jetzt hier so ein 24. Ich habe leider das Problem, dass ich gerade irgendwie so Restbestände habe von Alkohol. Ich muss das in Zukunft mal dann irgendwann alles einmal abfrühstücken. Hier habe ich noch Zeugs drin. Können wir auffüllen. Habe ich nicht. Met. Das, so. Gibt es eine schöne Auswahl. Kokoswasser können wir gleich nochmal auffüllen.
perfektes Timing. Gibt's mehr Kokoswasser. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt habe ich natürlich sehr viel Geld ausgegeben. Richtig viel Geld. Aber ich denke, das lohnt sich. Ich will nochmal die Teppiche ausbessern. Ich muss da nochmal Fettgeld ausgeben jetzt. Wisst ihr was? Für heute ist nicht, Freunde. Der Winter naht. Für morgen ist Wintereinbruch gemeldet an alle. Ja, kommen Sie heute gut nach Hause. Passen Sie morgen auf sich auf. Soll heftig werden. Ich hoffe, jetzt schneit es auch wirklich, sonst habe ich ein Problem. Sonst erzähle ich hier Bullshit, sonst heißt es wieder, ah, die Tavernenwirtin, die erzählt nur Quatsch. Die ist eine Kultistin, ah, glaubt ihr bloß nicht. Ihr kennt ja die Gerüchte. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Besen. Ich glaube, jetzt brauche ich langsam auch einen zweiten magischen Besen, der hier rumwischt. Das wäre, glaube ich, langsam nicht schlecht. Okay. Achso, willst du einen Keks? Dem einen Keks zu geben, bringt irgendwie auch nichts. Der wird immer bei mir niedriger. Von den Wertungen her. So. Habe ich noch Inven. Oh, ich habe die Wildtrutan-Bürger gar nicht rein ins Gerichtsliste getan. Hier würde ich vielleicht auch gerne nochmal. Ich würde gerne nochmal ein, zwei hochgehen und nochmal einen Kamin hinsetzen oder so. Einen Kamin würde ich da halt auch sehen, muss ich sagen, auf der Seite. Zwei fette Kamine links und rechts. Wäre cool, wenn es natürlich symmetrisch wäre, ne? Aber. Hauptsache, da sind zwei fette Kamine. Wo laufe ich denn? Ich will pennen. Bevor ich dann morgen die Taverne öffne, würde ich in die Stadt gehen, halt erstmal einkaufen gehen und so weiter und so fort. Und nochmal ein paar Umbauarbeiten machen. Ich würde auch alles kaufen, dass ich die Zimmer fertig machen kann. Ich würde nochmal ein paar Fenster kaufen, weil ich entweder Fenster oder noch ein Kamin hier im Gastraum haben möchte. So, der erste Tag des Winters. Oh, wie schön, das ist ein Wintersymbol. Okay, let's go. Winter. Zeig mir Winter. I love it. Ich mag es jetzt schon. Wo oh, was? Die gehen noch hier oben. Wirklich jetzt? Im Winter? Das sind Bohnen und Tee. Okay. Dieses leicht frostig wirkende Gras, ne? Und dann der Schnee. Wie geht's meinen Hühnern? Ich gehe erstmal zu meinen Hühnern gucken. Oh, meine Hütte, das riecht so. Oh, wie schön. Ach, moin. Immer mit der Ruhe, meine gute, langsam, aber sicher. Ja, ja, ist okay. Nur nicht hetzen, ich weiß schon. Auch die Steine und alles, ne? Oh, wie schön. Oh, wie schön ist das gemacht. Mag ich. Sieht echt schön aus. Okay, jetzt gehen wir erstmal gleich in die Stadt. Wir holen Wasser und dann auf in die Stadt. Gucken wir gleich erstmal. Ah? Okay, na, immer noch sie hier. Ah, das geht doch. Ja, ist okay. Mit ihm bin ich komplett zufrieden. Physische Gäste, Kunden über Maximalkapazität. Dann ist die Chance, keine Pause, wenn er arbeitet, zu machen. Der ist solide. Nee. Was wird so bestellt jetzt im Winter? Ach, guck mal. Porterbier. Ja, kann man direkt, direkt losschicken. Warte. Die machen eh erst um 8 auf, nehme ich an. Wo habe ich das Porterbier her? Habe ich das direkt von hier drin herausgezogen? Weil ich habe keins im Inventar. Das hier mache ich dann gleich alles, glaube ich. Oh, schon dieses Gefühl zu wissen, dass draußen gerade so richtig dicker Schnee liegt einfach. Und du sitzt hier drinnen und, ne, und in der Taverne mollig warm und alles. Oh lol, jetzt gibt es hier auch keine richtige Grenze mehr, guck mal. Oh, scheiße. Das ist ein bisschen übel. Die machen erst. Ach, hier sind sie doch gerade. Euch habe ich gesucht. Darf ich gleich mitkommen? Ich will zum Geschäft. Wo ist denn der Rest? Ist der schon da? Der ist auch noch nicht da.
Kommt der noch angelaufen oder so? Zack, okay, die haben auf. Aber nicht für jeden hier. Es gibt Blumen, die immer wieder blühen und dabei jedes Mal schöner und schöner werden. Du hast vollkommen recht, ja. Deshalb sind sie auch so wundervoll. Also wertvoll. Kürbissaat. Wir können Kürbisse nochmal aussehen. Roggen geht also auch noch. Sehr schön. Zusätzliche Ernte im Winter. Okay, Süßkartoffeln. Weizen geht wieder. Weizen geht im Winter? Wenn das so ist. Zwiebeln. Schwarzer Tee, Linsen. Oh, achso, ich bin ganz unten. Gehen wir erstmal ganz hoch. Bananensetzling. Nehme ich sofort mit. Aromahopfen, Bitterhopfen, Blumenkohl, Brokkoli. Ganzjährig anbaubar. Okay. Ananas im Winter, willst du mich rollen? Erdnuss. Kartoffeln. Es gibt nicht viel, ne? Ich finde, man sieht schon so, es gibt nicht so viel. Danke. Was hast du direkt zu verkaufen? Was verkaufst du mir jetzt? Pfirsiche? Rüben? Okay. Tach. Was gibt's bei dir im Geschäft? Aal. Okay. Aal und Krake? Ich kaufe dir einfach mal Garnelen. Piranhas. Ich kaufe mir mal so ein bisschen was ein. Er ist auch da. Ich kaufe ein bisschen Fleisch. Ich kaufe alles. So. Hühnerfleisch. Innereien. Schwein. Ah, Wild, nee, Wild brauchen wir nicht. Rind hast du keins aus Lamm. Ah, ich nehme mal das Standardzeugs mit. Warte. Oma. Wie viel Platz habe ich noch? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 12 Stück hätte ich noch Platz. Also, Oma. Ich brauche mindestens 4. Hier Blumen. War das der elegante Teppich, den ich da reingetan habe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, großes Holzfenster. Ich kann mal ins mitnehmen. Hast du nicht noch kleine Gemälde? Hat die gerade im Winter nur großes Zeugs? Kleines Holzfenster, kleines Gemälde, Nachttisch muss nicht sein, schlichter Teppich, ich glaube das ist es, ne? Noch ein Wandkalender würde ich noch mitnehmen. Also ein paar Blumen würde ich mitnehmen. Der zottelige Teppich muss nicht sein. Passt alles rein? Okay. Hab noch Platz für 3 was. Dann würde ich noch gleich 2 Betten mitnehmen. Ich brauche noch Tisch. Ich brauche noch einen Tisch. Unbedingt. Das heißt, ich muss da nochmal herkommen. Hi. Kleiner Tisch. Eine Sitzbank. Ne, gab es nicht einen einzelnen Tisch? Ich brauche 2 Betten. Ja, die könnte ich so mitnehmen. Erhol ich dann noch die Feuerstelle dann oder so. So, passt alles. Komm gleich wieder. Wie schön das hier aussieht. Ich finde das so hübsch. Ich würde dann gleich mal die ganze Karte eigentlich noch erkunden, wie es jetzt aussieht im Winter. Wo wir auch hingehen müssen. Also nicht in der Folge, aber wahrscheinlich in der nächsten Folge.
in der nächsten Folge. Hey, wieso habe ich geöffnet? Ich habe nicht geöffnet. Wann habe ich ihn geöffnet? Habe ich geöffnet? Bin ich auf O gekommen? Ach, Kacke. Ich bin auf O gekommen, oder? Ey, Freunde, das tut mir ganz doll sorry, aber ich, Scheiße. Warte mal. Habe ich hier nicht noch eine... Ja. Lass mich doch wenigstens die Kiste hinsetzen. Das ist so weird. Denn bei großen Sachen würde ich es ja verstehen, aber so Kleinkram. Okay, tausche jetzt alles mit hier rein. Ja, das ganze Zeug, ne? Oben kann ich jetzt auch nichts machen, weil, ja, geht nicht. Dann würde ich jetzt einfach Zeug aussehen. Wahrscheinlich muss ich noch gießen dazu. Gut, regnen wird es jetzt halt nicht, ne? Das ist halt ein Problem. Regen wird es jetzt so nicht geben. Schnell. Zack. Zuck. Dann tue ich halt dann morgen, also tue mal in der nächsten Folge quasi dann das Zeug umbauen einfach. Oh, 100 Räume vermietet. Errungenschaft bekommen. Ich habe schon vor uns eine Errungenschaft bekommen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, mit irgendwie 800 Gold verdienen. So langsam läuft's. So. Können wir schon mal das erste Zeug hier anpflanzen. Zack. Kartoffeln. Oh ja, das machen wir auch noch. Zwiebeln sind immer gut. Wer die Zwiebel nicht ehrt, ist den Knobi nicht wert. Das macht gar keinen Sinn, der Satz, aber klingt gut. Das sieht doch echt gut aus gerade, ne? Das ist jetzt noch nicht viel, was ich jetzt hier eingekauft habe. Ich habe hier die Vogelscheuche habe ich hier mit hingestellt. Ob die was bringt? Ich glaube es nicht. Okay. Zack, 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 zack. Gut, habe ich damit alles? Nee, die fehlen noch. Können wir noch den Bananensetzling hinsetzen? Weil Bananensetzling, das ist ein bisschen weird. Das ist so ein bisschen random. So ein Bananensetzling. Ja, der Stein ist so ein bisschen im Weg, ne? Aber den würde ich sagen, setze ich direkt hier oben drüber. Dann passt das. Er ist jetzt erstmal im Hühnerstall am zweiten. Da können wir nochmal 4 Hühner kaufen. Gut, mehr kann ich jetzt gerade leider nicht machen. Kann ich die Kiste hier draußen hinsetzen? Ha, hier draußen geht. Dann kann ich nämlich kurz noch... Wobei, brauche ich eigentlich nicht. Warte mal. Ich habe ja jetzt wieder Platz. Wir gehen mal ganz kurz in die Stadt und holen noch den Kamin oder so. Dann muss ich bloß die Tische am nächsten Tag nochmal ein bisschen verrücken. Das machen wir aber in der nächsten Folge dann, würde ich sagen. Ich werde die aber heute nicht... Oh, der Kranz! Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde die aber heute nicht aufnehmen, die nächste Folge. Ich werde dann einfach den Tag skippen quasi, damit es speichert. Noch eine Feuerstelle, ja, würde ich mir kaufen. Ich überlege, ob ich mir aber noch eine große Kiste kaufen soll. Ich glaube, ich kaufe mir gerade mal noch eine große Kiste für den Gang oben einfach. Die Betten habe ich ja schon. Den Cocktailtisch, ne? Ich kaufe den jetzt einfach mal. Es ist ein bisschen random.
Oh, den Konservierungstisch kaufe ich mir jetzt auch einfach mal. Das ist zwar ein bisschen, I don't know. Noch ein Ofen, ja, definitiv. Weil wir gerade mal hier sind. Und ich hätte gern noch einen hier, Essensvorbereitungstisch. Zack. Danke. Perfekt. So, dann kann ich, Tag der Ritter, dann kann ich dann im nächsten Mal, habe ich jetzt so viermal, ich habe auch viermal die Blümchen, ich habe sechsmal die hier, ich dachte mir so ein bisschen Grünzeug. Warte mal, ich hole mal noch ein bisschen mehr Deko. Auch für die Zimmer. Hi. Ich kaufe noch ein paar Teppiche. Die hier. Ich kann noch mal sechs solche Zimmer pflanzen. So. Okay, dann kann ich die Zimmer noch mal ein bisschen renovieren. Auch die, die wir schon haben, ein paar größere, bessere Gemälde rein und so weiter und so fort. Mein Geld hätte ich immer noch 73, also es ist ganz gut, aber ich brauche ja auch noch ein bisschen was, ne? Ich brauche noch 30 Gold für den Kuhstall. Den muss ich auch mit einplanen. Aber kriegen wir hin. Zack. Willst du einen Keks? Oha. Diesmal hast du sogar genommen den Keks. Ich bin ja begeistert. Aber das kann hier drin bleiben. Habe ich. Hier unten war ich drin, ne? Da habe ich reingeguckt. Genau, da habe ich reingeguckt. Nee, warte mal. Hier ist das fertig. Oh, der erste Wein ist fertig. Der erste Wein, da können wir gleich nochmal einen neuen machen. Ich wollte sowieso Branntwein machen, fällt mir gerade ein. Das heißt, den Wein, wenn er fertig ist, nochmalig destillieren. Dann können wir nämlich Branntwein machen. Können wir sogar zweimal Branntwein machen und kriegen dann vier. Also, ne, wir machen da mehr draus. Das ist, glaube ich, ganz nice. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich mache den Tag jetzt noch. Ich lasse ihn jetzt durchlaufen, den Tag. Ich mache jetzt nicht weiter. Ich stehe jetzt bloß hier rum und lasse den Tag durchlaufen. Ne? Dass wir noch ein bisschen Geld generieren. Und dann machen wir in der nächsten Folge, dekorieren wir ein bisschen um und gucken mal wegen dem Kuhstall und mal schauen. Dann gucken wir uns die Welt an, wie sie jetzt im Winter aussieht. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.